mal einen Tag erwischt, wo er nicht so funktioniert, wie er es heute getan hat. Oder schlicht einfach und ergreifend auch mal ausfällt, was in dieser Liga ja keine Seltenheit ist. Ich denke, sind ja alles keine Profis hier, sind alle berufsbedingt auch unterwegs. Technischer Fehler von Lars, Schritte, sind alle beruflich unterwegs, das kann immer mal passieren. Und deswegen bist du auch darauf angewiesen, dass du solche Leute hast, dass du einen breiten Kader hast, auch wenn manchmal nur 12 Leute auf der Bank sitzen, einfach um Alternativen zu schaffen. So, jetzt haben noch eine Viertelstunde zu spielen, man sieht es an der Gestik, der Mann hat den Torwart wieder gewechselt. Und der zweite Torhüter, der sieht schon etwas deprimiert aus, etwas resigniert, aber wieder kann Thorsten Richter da den Ball holen, auch wenn der Ball jetzt ins Leere geht. Und wieder das Tor Lars Glütermann mit dem 31:20. Und jetzt gibt es die Auszeit, die du eigentlich schon vor ein paar Minuten angesprochen hattest, für Schaffenhagen. Vielleicht schon ein Stück weit zu spät, um hier nochmal was zu bewegen. Aber das, was ich auch schon gesagt habe, um das Spiel nicht allzu deutlich zu gestalten für Bansko, nochmal auf die Mannschaft einwirken, das wird Jörg sicherlich machen. Mannschaft nochmal beruhigen, dass die Körpersprache in der Abwehr noch ein bisschen anders wird, dass man wieder zupackt, dass man es Bansko natürlich nicht zu einfach macht, zum Torerfolg zu kommen. Und Birger hat keinen Grund, jetzt großartig etwas zu verändern. Müssen genau da weitermachen, weiter die einfachen Tore erzielen. Man sieht das ja, dass man ohne großen Aufwand für die Tore dazu kommt, dass die Spieler ihr Erfolgserlebnis haben. So, und jetzt geht's weiter nach der Auszeit. Und okay, zumindest der Torwart von Schaffenhagen sitzt etwas nicht mehr ganz so deprimiert auf der Bank, wie es vorher noch getan hat. Mal gucken, wie viel die Auszeit jetzt gewirkt hat auf Seiten von Schaffenhagen. Es führt auf jeden Fall erstmal zum ersten Tor. Oliver Wickel zum 31:21. Und auch jetzt nutzt der Trainer die Möglichkeit, nochmal zu klatschen, seine Mannschaft nochmal ein wenig zu motivieren, nach vorne zu treiben. Und seinem Torschützen zu gratulieren. Also es ist ungefähr das, was du gesagt hast, Bansko jetzt nicht so ins Spiel kommen lassen und das nicht zu eindeutig gestalten zu lassen und seine Mannschaft nochmal neu zu motivieren. Eben, ich denke, was man auch hier jetzt hört, die Zuschauer sind natürlich jetzt verwöhnt, gerade hört man es wieder mit den 40 Toren, ist zwar sicherlich von der Zeit auch machbar, aber man muss auch Realist bleiben, da ist auch noch ein Gegner dabei, der auch was dagegen hat und man muss auch den Spielverlauf eben halt mit beachten und ich denke, dass das nicht ganz verdient gewesen wäre, weil Schaffenhagen hat eine relativ starke erste Halbzeit gespielt. Erst kurz vor Ende kam Bansko ins Spiel und man muss gucken, dass Schaffenhagen einfach da wieder an ihre Werte glaubt. Mannschaft, die spielt, sie bewegen sich jetzt auch mehr nach der Auszeit im zweiten Angriff, Positionsangriff. Um eben halt auch die Möglichkeit, die Lücke zu finden, um zu einfachen Toren zu kommen. Wenig vorbereitet, schlechter Winkel, auch wenn es ein Linkshänder ist, schlechter Winkel. Ich meine, das ist ganz normal, dass da der Torwart steht. Ja, wir haben das Phänomen, wir haben 16 Tore von Schaffenhagen in der ersten Halbzeit, jetzt haben wir nach 15 Minuten 5 in der zweiten Hälfte. Das ist natürlich zu wenig. Schneidewind jetzt mit der ersten Möglichkeit wird aufgehalten, der Pass auf Glatt. Und der späte Pfiff von den Schiedsrichtern. Ich glaube, dass der Schiedsrichter nur auf die Ballaktion geschaut hat, also das, was letzten Endes mit Christian Klatt da stattgefunden hat und wenig auf die Aktion, was bei Robert Schneidewind war mit dem Oliver. Das ist natürlich eine Sache, da musst du Freiwurf geben, ist ganz normal. Und Freiwurf, alles klar, ganz normal Positionssache für Bansko. Jetzt noch ein Shake, ein Abklatschen der beiden Kontrahenten.
So sieht man das im Sport dann auch gerne, auch wenn die Emotionen manchmal hochkochen. Das ist ganz normal im Handball. Es ist ja kein unfaires Spiel. Ich sag mal, die Situation zu Beginn, wo die rote Karte kam, die ist unglücklich. Kommt in jedem Spiel mal vor. Wie gesagt, die Schiedsrichter hatten hier einfach den Mut, richtig nach der Regel zu entscheiden, rot zu geben. Du hast es oft genug im Spiel, dass es keine Karte dafür gibt oder keine zwei Minuten dafür gibt, dass man sowas laufen lässt. Aber wenn man das Spiel sonst verfolgt, es ist ja kein hartes, überhartes Spiel, kein unfaires Spiel. Steffen Hagen hat die Zeitstrafe nur bekommen, weil die undiszipliniert gearbeitet haben in dem Moment, wo sie mit den Schiedsrichtern zu viel diskutiert haben und sie wenig aufs eigene Spiel konzentriert haben. Wieder einfaches Tor von Daniel Wach. Einfach mal spielen und dann der Nächste nimmt sich den Wurf, springt hoch und macht das Tor. Ja, 32-21. Und wir wollen mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit Steffen Hagen. Du sagtest, sie sind schneller, aggressiver jetzt im Positionsspiel. Ob sich das so beibehält, auch wenn der Ball jetzt erstmal verloren geht. Und Bartko ist wieder mit schnellem Angriff versucht. Klütermann. Und da greift ihn keiner richtig an. Wenn er in Fahrt ist, kann ihn auch keiner halten. Und er macht das 33-21. Na, wenn da jetzt einer dazwischen geht, das wäre genau die Aktion wie zu Beginn. Völlig unnötig bei dem Spielstand. Da muss man auch auf die Gesundheit der Spieler achten. Das tun die Steffen Hagener Spieler hier jetzt, Gott sei Dank. Das haben die Leute getan. An der Außenseite macht sich jetzt die nächste Alternative. Wir haben sie zur Halbzeit angesprochen. Roberto Wolf macht sich da bereit zum Spiel, um eine Variante zu bilden. Und jetzt wieder das Kreisanspiel auf Philipp Stöcker. Gut funktioniert, ähnlich wie wir es in der ersten Halbzeit gesehen haben. Wenn wir das beobachten, was man in den letzten Spielen schon öfter gesagt haben, diese Variante, hier hat man es gesehen, der Außenspieler tauscht mit dem Halben, der kommt dann wieder rein und nimmt sich dann den Wurf zum 34-22, Christian Bach in dem Fall. Müssen das die Abwehrspieler nicht kennen? Natürlich müssen die Spieler das können, aber in der Spielsituation reagierst du was anderes, weil das ist ja Sinn und Zweck dieser Auslöserhandlung, auch mal anders zu deuten. Und ich glaube, wir sollten erstmal sagen, für viele, die jetzt die letzten Jahre in Bansko Handball geguckt haben, nicht, dass man denkt, dass Bansko einen neuen Spieler hat. Christian Bach hat sich einfach mal die Haare geschnitten. Und da hat Christian Lange ist hinterher gesprintet, hat sich diesen Ball geholt. Jetzt gibt es wahrscheinlich nochmal zwei Minuten wegen Meckerns. Gegen Oliver Wickel. Weil er sich beschwert hat, meinte, der Ball war wohl im Aus gewesen, bevor. Bevor der Torhüter dran war und den Ball ins Grundlinien ausschlagen konnte. Kleine Regelkunde, es heißt, wenn der Torwart den Ball berührt und er geht ins Grundlinien aus, dann ist es Abwurf. Ist das auch der Fall, wenn der Torwart ihn außerhalb des Kreises berührt? Ich wollte gerade sagen, ich habe die Situation jetzt nicht gesehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch für Robert Schneidewind zu seinem Tor. Schön herausgesprungen. Nein, also, wenn der Torhüter im außerhalb seines 6-Meter-Raum ist, und wie gesagt, ich habe die Situation einfach nicht gesehen, außerhalb seines 6-Meter-Raums ist, dann ist er ein siebter Feldspieler und demzufolge auch so zu behandeln. Und wenn er den Ball immer außerhalb des 6-Meters gespielt hat, ins Ausgeworfen, dann ist es Einwurf oder Eckball für Steffen Hagen. Ja, ich glaube, das haben die Steffen Hagen da reklamiert. Und jetzt wieder eigentlich das gute Anspiel auf Außen, aber der geht dann über das Tor. So, und jetzt sehen wir wieder das Überzahlspiel von Franz Goletzen jetzt. 35-22 der Spielstand. Technischer Fehler von Henrik Strauß. Aber das ist das. Normalerweise jetzt Freiwurf geben müssen. Und jetzt. Naja, das sind solche Situationen, die keine Mannschaft gebrauchen kann. Ne? Man achtet nicht, man verfolgt das Spiel nicht mehr wirklich. Jetzt müssen wir passen, müssen die Schiedsrichter auch aufpassen, dass es wieder in geordneten Bahnen läuft. Einfach mal auf eine Wischpause einlegen, damit beide Mannschaften kurz Luft holen können, dass es wieder diszipliniert abläuft. Also, wie gesagt, das ist jetzt die dritte oder vierte Strafe, die Steffen Hagen bekommen hat, die einfach wegen Meckern da ist.
Und das muss einfach nicht sein. Sie hätten hier das Spiel länger offen gestalten können, wenn sie einfach ein Gleichzeit spielen. Auch wieder ein unvorbereiteter Wurf, man muss eben halt die Vergleiche ziehen. Lars Güldermann ist irgendwo 1,95 groß und der Spieler von Steffen Hagen 1,80. Da muss man sich nicht den größten Gegenspieler aussuchen zum Blockwerfen. Steffen Hagen wieder in Gleichzahl. Oliver will das Spiel gleich wieder an sich greifen. Auch da, das ist jetzt auch der dritte Wurf, den sich der Spieler mit der 15 nimmt, die Christian einfach hält, weil das Spiel nicht breit gemacht wurde. Beziehungsweise er keinen Wurfwinkel hat. Es ist relativ schwer, aus halbem Schritt da rumzukommen. Ja, und da das einfache Tor durch Henrik Strauß. Du hast es mehrfach angesprochen bereits in diesem Spiel. So, wir noch kurz erwähnen, was ich vorher schon sagte. Roberto Wolf jetzt im Spiel für Kapitän Christian Klatt. Und jetzt gibt es eine Auszeit. Es gibt Eckball für Steffen Hagen und da hat ein Steffen Hagen, der Spieler, scheinbar was im Gesicht abgekriegt. Da gibt es ein Shake-Hand zwischen Henrik Strauß und Oliver Wickel, der kurz das im Gesicht abgekriegt hatte, aber weiter spielen kann. Ja, ist kurze Deckung, das kann mal passieren. Da passieren eher unkontrollierte Bewegungen. Ich glaube, das ist das, was dem Spiel jetzt gerade ganz gut getan hat. Eine kleine Unterbrechung, dass alle nochmal sich orientieren können. 7 Meter, ich denke mal, ist Abwehr durch den Kreis, nochmal Torwartwechsel. Hoffen wir mal, dass Peri den jetzt nochmal eine Hand am Ball bekommt, um sein Erfolgserlebnis, um die Leistung seiner letzten Spiele auch zu bestätigen. Auch Peri über Jahre hinweg ein Idol geworden, damals von Grünwald Schwerin gekommen, also von unserem Verein, und hat sich so was von etabliert. Genau das ist, was ich meine. Peri hat sich jetzt selbst nochmal belohnt für seine Leistung in den Vorspielen. Und da sieht man auch, gerade beim Abklatschen der beiden Torhüter, da missgönnt keiner dem anderen den Erfolg. Andere, wenn der eine gut hält, freut sich der andere und andersrum genauso. Ja, das ist natürlich schön zu sehen, dass der Mannschaftsgeister klappt. Robert Schneidewind jetzt mit der Möglichkeit und der Nachwurf. Roberto Wolf mit dem 37:22. Jetzt hast du natürlich noch das gewisse Quäntchen Glück dabei. Dass der Abpraller dann auch noch bei dem eigenen Mitspieler landet, dass du da dann eben halt zum Nachwurf kommst. Das ist eben halt. Steffen Hagen hat eben halt jetzt, wurde vom nötigen Glück verlassen. Freiwurf. Ja, jetzt haben wir die anderen beiden Aufsteiger sehr, sehr gut gestartet. Steffen Hagen nach dem Sieg im ersten Spiel dann doch etwas vom Glück verlassen, du hast es gesagt. Dann ist natürlich die Frage, normalerweise als Aufsteiger kommt man mit viel Euphorie in der Liga und die man zum Anfang der Saison nutzt. Das Glück hat Steffen Hagen jetzt nicht. Das war jetzt klasse gehalten nochmal, da musste ich kurz die Luft anhalten. Das Glück hat Steffen Hagen jetzt nicht. Wie geht man damit um als Team, um nicht gleich ganz unten im Abstiegsstrudel zu sitzen? Man muss einfach Ruhe bewahren. Ich denke, die Mannschaft ist aufgestiegen. Ich glaube, jetzt wird Zeitspiel geben für die Auszeit von Birger. Nein, also was macht man als Aufsteiger? Das ist ja für uns nicht die gleiche Situation. Kurz Tumult da zwischen. Unnötig, das ist unnötig. Und sollte auch, denn richtig von Jörg reagiert, da hinzulaufen, zu dem Spieler ihn zurückzuhalten. Weil Christian Langner hat hervorragend gehalten, 6 Meter Raum ist Torwartraum, da hat er nichts zu suchen. Da ist der Werfer alleine dafür verantwortlich, was mit ihm da passiert. Nein, also nochmal auf den Aufsteiger. Der Aufsteiger kommt hoch, man hat ein relativ schweres Auftaktprogramm gehabt, wobei man mit dem Sieg gestartet ist. Ruhe bewahren, weiter trainieren und darauf hoffen, dass verletzte Spieler oder berufsbedingte Spieler zurückkommen und dann eben halt die Gegner schlagen, gegen die man gewinnen muss.